Mein Name ist Christian Sitzwohl und ich bin Teil des Anästhesie-Teams des St. Josef-Spitals. Und ich möchte Ihnen jetzt im Folgenden die wesentlichen Aspekte, die Sie über eine Allgemeinnarkose mit einer Larynxmaske oder einer Maske wissen sollten, erläutern. Was passiert während so einer Narkose? Sie werden während der Narkose schlafen. Das heißt, Sie hören nichts, Sie spüren nichts, Sie kriegen nichts mit. Und am Ende der Operation des Eingriffs lassen wir Sie natürlich wieder aufwachen. Wie passiert das Ganze? Das Ganze erfolgt dadurch, dass Sie die Narkosemedikamente über einen zumeist vorher auf der Station schon gelegten Venenzugang in den Arm verabreicht bekommen. Das kann sein, dass das manchmal ein bisschen brennt und dass Sie dann in Folge spüren, dass Ihnen leicht schwindelig wird und dann schlafen Sie auch schon ein. Während diesem Vorgang wird Ihnen der Kollege oder die Kollegin auch eine Sauerstoffmaske vors Gesicht halten, dass Sie noch bevor Sie einschlafen gut mit Sauerstoff versorgt sind. Sie werden dann in Folge ununterbrochen von einem von uns überwacht. Dabei werden so Parameter wie die Herzfrequenz, der Blutdruck, der Sauerstoffgehalt Ihres Blutes und auch die Zusammensetzung der Luft, die Sie ein- und ausatmen, ständig kontrolliert, sodass Sie wirklich sicher und gut aufgehoben sind. Es wird dann in Folge, wenn Sie tief schlafen, entweder die Maske nur fest auf Ihr Gesicht aufgesetzt und Sie werden dadurch beatmet, während Sie narkotisiert sind, oder es wird eine sogenannte Larynxmaske gesetzt, die dann in Ihrem Mund liegt und über den Sie dann das Sauerstoffgemisch verabreicht bekommen. Die Narkose selbst wird dann in Folge mit Medikamenten, die Sie in die Vene verabreicht bekommen oder die über die Einatmenluft verabreicht werden, aufrechterhalten. Am Schluss ist es eigentlich ganz einfach, die Medikamentenzufuhr wird abgedreht und dadurch wachen Sie dann nach relativ kurzer Zeit wieder auf und in Folge kommen Sie dann in den Aufwachraum, wo sich dann unsere Anästhesiepflege um Sie kümmern wird, schauen wird, dass Sie keine Schmerzen haben und sich auch um alle anderen eventuell auftretenden Beschwerden kümmert, sodass es Ihnen gut geht. Und wenn Sie dann wieder fit sind und wieder ganz wach sind und keine Schmerzen haben, kommen Sie zurück auf die Normalstation. Was kann bei so einer allgemeinen Anästhesie passieren? Jeder medizinische Eingriff hat gewisse Nebenwirkungen und das ist natürlich auch bei der allgemeinen Anästhesie so. Prinzipiell ist aber zu sagen, dass das heutzutage Gott sei Dank aufgrund der Überwachungsmöglichkeiten, die wir haben und der modernen Medikamente schon ein sehr sicheres Verfahren geworden ist. Und zudem haben Sie die ganze Zeit quasi einen Bodyguard an Ihrer Seite. Das ist die Anästhesistin oder der Anästhesist, der Sie während des Eingriffs betreuen wird. Die Nebenwirkungen hängen auch immer ein bisschen davon ab, welchem Geschlecht Sie zugehören, wie alt Sie sind, welche Vorerkrankungen Sie mitbringen und auch der Art des Eingriffes, dem Sie unterzogen werden, der auch häufig Nebenwirkungen mit sich bringen kann. Trotzdem gibt es Nebenwirkungen, die sehr häufig auftreten oder häufiger auftreten, sodass Sie über die definitiv Bescheid wissen sollten. Eine der häufigsten dieser Nebenwirkungen ist die Übelkeit, die wiederum bei Frauen häufiger zu beobachten ist als bei Männern. Frauen haben das so in ungefähr 25-40%, Männer etwas seltener so in 15-20% der Narkosen. Ein wesentlicher Faktor dabei ist der, dass wenn Sie das schon einmal erlebt haben bei einer Narkose, dass die Gefahr, dass Sie das noch einmal erfahren müssen, deutlich höher ist. Darum ist es für uns wichtig, dass Sie uns das vorher mitteilen, wenn Sie das bei einem vorherigen Eingriff schon gehabt haben. Ein weiterer Risikofaktor in dem Zusammenhang ist auch die sogenannte Reisekrankheit. Also wenn Sie unter der leicht leiden, dann ist die Gefahr, dass Ihnen nach einer Narkose schlecht ist, auch erhöht. Weiters kann es zu Halsschmerzen kommen infolge des Setzens dieser Larynxmaske, von der ich gesprochen habe. Das tritt so in ungefähr 10-20% der Patienten auf. Die gute Nachricht ist, Sie brauchen gar nichts machen. Das geht von selbst nach 2-3 Tagen wieder weg. Was wir auch relativ häufig sehen, ist, dass die Patienten über Schwindel berichten, wenn sie das erste Mal aufstehen, um zum Beispiel aufs WC zu gehen. Das tritt doch bei mindestens über einem Drittel der Patienten auf. Und darum die wichtige Bitte an Sie, nicht alleine aufstehen. Bitte rufen Sie immer eine Schwester, bevor Sie das erste Mal aufstehen. Nicht, dass Sie aufstehen, umfallen und sich verletzen und wir Sie dann im schlimmsten Fall sogar auf einer unfallchirurgischen Station versorgen müssten.
Was wir auch immer wieder sehen, ist, dass den Patienten nach Operationen kalt ist, dass sie ein Kältezittern oder ein Muskelzittern angeben, auch ohne ein Kältegefühl. Das ist teilweise auch Nebenwirkung der Medikamente, die wir ihnen während der Narkose geben, und ist durch zwei verschiedene Medikamente gut in den Griff zu bekommen, sodass das im Regelfall nach 5 bis 10 Minuten wieder vorbei ist. Ich habe hier jetzt so die wesentlichen Nebenwirkungen für Sie zusammengefasst. Für all jene von Ihnen, denen das noch nicht reicht und die noch weiterführend über Nebenwirkungen einer allgemeinen Narkose informiert werden wollen, haben wir ein separates Video vorbereitet, in dem seltene und auch schwerwiegendere Nebenwirkungen für Sie zusammengefasst und erklärt sind. Einen wichtigen Punkt möchte ich jetzt auch noch erwähnen, nämlich den der Nüchternheit vor einer Operation. Das ist deswegen wichtig, weil wenn Sie Nahrung zu sich nehmen, unmittelbar vor dem Eingriff, und wir verabreichen Ihnen die Narkosemedikamente, die Gefahr besteht, dass dieser Mageninhalt mit der Nahrung sozusagen zurückrinnt in den Mundbereich, und dann, dadurch, dass Sie eben bewusstlos sind durch die Narkose, können Sie nicht husten, und es besteht die Gefahr, dass dieser Mageninhalt in die Lunge gelangt und dort dann eine Lungenentzündung auslösen könnte. Das wollen wir natürlich in jedem Fall verhindern, daher ist es wichtig, dass Sie bitte 6 Stunden vor der Operation nichts essen. Sie können allerdings, was ohne dies den meisten Patienten wichtiger ist, bis 2 Stunden vor dem Eingriff Tee und Wasser zu sich nehmen, sodass der Mund nicht so trocken ist und sie sich insgesamt etwas besser fühlen. Wichtig in dem Zusammenhang ist auch noch, dass sie bitte keinen Kaugummi vor der Operation kauen, denn der Kaugummi bewirkt auch wieder, dass mehr Magensaft produziert wird, und dadurch würde wieder die Gefahr steigen, dass das passiert, was ich vorhin beschrieben habe. Wenn Sie nach diesem Video keine Fragen mehr haben, dann würde ich Sie ersuchen, dass Sie die Einwilligungserklärung nochmal durchlesen, die dort angeführten Fragen ausfüllen. Wichtig ist für uns vor allem, dass Sie uns sagen und mitteilen, welche Probleme Sie bei eventuell schon stattgefundenen Operationen mit der Anästhesie gehabt haben. Wichtig ist uns auch, dass Sie uns mitteilen, welche Medikamente Sie jeden Tag einnehmen. Brauchen Sie nicht anführen, dass Sie ab und zu ein Kopfweh-Tablette nehmen, sondern es geht wirklich nur um Medikamente, die Sie jeden Tag, wie zum Beispiel blutdruckregulierende Medikamente, zu sich nehmen. Und dann ist natürlich für uns auch noch immer wichtig, ob Sie Allergien gegen irgendwelche Medikamente haben. Bitte füllen Sie das gewissenhaft aus. Und ein Kollege von uns wird Sie noch am Tag vor der Operation oder bei Ihrem Ambulanzbesuch besuchen und mit Ihnen, falls noch Fragen offen sind, diese durchgehen und klären, und dann unterschreiben Sie mit diesem bitte gemeinsam die Einwilligungserklärung, sodass wir wissen, dass Sie mit einer Anästhesie einverstanden sind. Somit bleibt mir nur mehr zu sagen, ich hoffe, dieses Video konnte die wesentlichen Fragen für Sie klären, und ich wünsche Ihnen alles Gute für Ihre Operation und natürlich alles Gute für Ihre Narkose, und wir werden uns gut um Sie kümmern.